Moinsen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Together, Don't Starve Together mit der Arinyari. Hallo. Mit dem Captain Yamato. Huhu. Und mit der Bushaltestelle. Hallo. Genau, also der Bushaltestelle. Also er Bushaltestelle, ja. Er sie ist Bushaltestelle. Okay, wir sind wieder da und es ist irgendwie ganz viel Neues dazu gekommen. Es ist ewig her, dass wir gespielt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach nur jetzt gerade mal kurz rum und sammle einfach irgendwelche Sachen auf. Es ist so wahnsinnig, was da an neuen Sachen reingekommen ist. Wir haben auch gesehen, es gibt Froschregen, es gibt Regen, es gibt normalen Regen, Froschregen, es gibt ganz viele tolle neue Sachen. Andere Bäume. Waschbären gibt's. Wie hast du so schnell so eine Axt gemacht? Ich habe schon direkt eine von Anfang an. Echt? Du wurdest schon ist übelst schnell, ja. Aber ich weiß nicht, was die macht. Das ist das Problem. Karotten. Ich hab hier bei dem Typen so einen extra Zähler, da ist so ein Baumstamm und der geht auch viel runter, wenn ich Bäume zerlege. Aha. Das ist. Ich weiß nicht. So. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Pflücken wie Weltmeister. Die übliche Strategie machen, alle gehen rum, bis jemand die Muffe losgefunden hat. Die Muffe los? Die Hülle los. Die Muffe los. Die Muffe los. Ja, können wir machen. Können wir machen. Hier sind Pferde, die irgendwie nur Pferde? Beine haben. Also die sind auf zwei Beinen. Wo? Ist da so ein Schachfeldmuster drunter? Ja, das ist gefährlich. Die sind gefährlich. Oh ja, die sind gefährlich. Ah, ja. Ich hab Bifelos gefunden. Oh, die haben rote Ärsche. Hat man Durst? Ja, man hat jetzt Durst. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen kann. Das ist eine sehr gute Frage. Immerhin geht meine Axt nicht kaputt, das ist schon mal cool. Ich hab gar keine. Ich finde überhaupt nichts, um Axt zu machen. Ich finde keinen. Nee, bei mir ist sie auch Standardinventar. Ich hab eine Axt. Ich will auch was. Hey du, das ist meine Axt. Kann das sein, dass hier schon alles weggefarmt wurde? Ja, die sieht viel cooler aus hier. Ich bin toll, ich habe ein Windspiel. Hui! Was ist denn das hier? Ich hab's gerade gecraftet. Aber nicht aus den Blättern, oder? Ich glaube. Nee, aus den Blüten. Guck mal, Spielwehr, was ich tolles habe. Wie? Ich hab's gecraftet. Damit was kannst du damit machen? Schneller sein, glaube ich, wenn man wegrennen muss oder so. Was, echt? Du nutzt Windkraft quasi. Ich finde keine Steine hier. Ah, da. Aber wäre es nicht besser, die Blütenblätter für diese Kränze zu benutzen? Ja, eigentlich schon. War doch nur einer. Aber vielleicht macht dieses Rad, was sie da hat, vielleicht macht das auch die Kopfkraft hoch. Was ist denn? Kopfkraft hoch. Da sind wir wieder bei der Kopfkraft. Ich kann Baumstämme essen. Nein. Und krieg dadurch diesen Wert höher. Das ist ja geil. Was, echt? Aber ja, ich habe das die ganzen Bäume weg. Moment. Aber ich habe das einen Sonderwert. Schlecht zu wissen, wie man trinkt, oder? Die Geister sieht nicht so gesund aus. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, muss die voll sein oder leer. Oh, es wird nachts. Oh nein! Oh nein! Nein. Ich habe kein Feuer, ich kann kein Feuer machen. Nein, scheiße. Nein! Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich habe auch gerade meine Axt hingekriegt. Ich sehe nichts. Da war. Hilfe! Geht zu den Glühwürmchen. Oh nein! Ich lauf hier gerade zwischen zwei Glühwürmchen immer hin und her. Scheiße. Hat jemand oh mein Gott. So ein bisschen Bushcut Grass? Ja, hier. Scheiße. Ich laufe hier die ganze Zeit. Kannst mal den Bären suchen gehen. Nein, das bringt nichts. Ich muss hier hin und her laufen. Tot, ey. Scheiße. Aber er hat eine Fackel. Ah. Nein, hat er nicht. Ist das krass. Ich habe kein Gras, glaube ich. Ich habe kein Gras. Oh gut. Okay, gut. Der Bushaltestelle hat eine Fackel. Ach so. Komm her. Das ist krass, ey. Ja. Ja. Boah. Los. Alter, Falter. Wichtigste Regel, nachts ein Feuer machen, ersten Tag, wir haben kein Feuer. Es geht doch super los wieder. You might want total to die Panik. Ich habe mich zwischen zwei Glühwürmchen immer hin und her gerettet, ey. Bin mal hin und her gelaufen. Oh, ich weiß nicht, ob der Typ cool ist, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, du verwandelst dich auch dann irgendwann in so einen komischen... Ja, wenn dieses komische Ding vor leer ist wahrscheinlich, ne? Du verwandelst dich dann in so einen Riesenbiber und frisst uns auf. Na toll. Haltet euch fern von ihm. Geht weg. Oh Gott. Aber ich krieg da Oh, wenn ich auf Bushaltestelle klicke, kriege ich eine Anzeige. Ja, das kriegst du bei jedem Spieler inzwischen. Oh. Das ist ja krass. Da sehe ich, was du hast und so.
wartet mal, was brauchen wir jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß gar nicht. Die finden ja gar keine Sinne Samen mehr. Wir brauchen Steine, ne? Wir brauchen Steine für ein festes Feuer. Ja. Hat da gerade einer. Das klang irgendwie wie Rockmusik gerade. Haben die immer noch rote Ärsche? Ich weiß nicht. Ja, haben sie. Musik ist auch neu. Finde ich auch irgendwie lustig. Die Wasseranzeige ist einfach weggegangen. War seltsam. Vielleicht hat's geregnet? Ja. Gibt's gar nicht. Ah, okay. Vorhin ja. Vorhin hat's kurz geregnet, wirklich. Ah, was essen. Ich glaube, wir brauchen erstmal irgendwie nichts. Habt ihr irgendwas zu essen eigentlich so mal ein bisschen? Ich hab drei Möhren und ein paar Beeren. Oh, ich hätte die mal kochen sollen. Verdammt. Ich bin wirklich don't starve. Wir haben das. Wann haben wir das letzte gespielt? Ist ewig her. Als wir von diesen komischen Vieh da getötet worden sind. Ja, genau, wo der Dirklops kam, letztes aber wie lange ist das her? Im Sommer, oder? Ja, letztes Jahr im Sommer, ey, das ist so lange her. Ich kann mich an kaum noch was erinnern. Ich weiß noch, dass man überleben muss. Ich habe Monsterfleisch und Spinneneier im Winter. Wo kommen die her? Ich glaube, ich habe die gelegt. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Ich habe hier eine Leiche gefunden, einen Knochenkopf. Moment, der hat was. Der hat einen Rucksack, einen Hut, einen ganz viel Seile. Ja, nice. Ich bin voll ausgerüstet. Ach, Steine brauche ich dazu. Ah, cool, du hast schon alles gefunden. Sag mal, guck mal, sind die Maulwurfshügel, die sind zu. Auf jeden Fall. Guck mal, die sind zu. Ja, die Maulwurfshügel, die sind zu. The Kingdom of the Bunnymen is closed for the season. Oh nein, sag nicht, die sind im Winter nicht mehr da. Stimmt, wir haben gar keine Hasen. Ja. Oh nein. Das wird spannend im Winter. We make a good team, Alter. Was quatscht der denn die ganze Zeit? Kann man die aufbuddeln? Mit einer Schaufel? Ich habe keine Schaufel. Das müssen wir dann probieren, wenn wir eine Schaufel haben. Wir brauchen erstmal Gold dazu. Oh, ja. Hier liegt ein Toter. Die ganze Zeit quatscht mein Typ irgendwie. Er quatscht. Ja, er quatscht mit sich selber. Er führt Selbstgespräche. Er führt jetzt schon Selbstgespräche. Weiß auch nicht warum. Es wird gleich wieder. Na okay, nicht ganz. Aber wir müssen gucken, es wird gleich wieder dunkel bald. Also bald. Bald. Nicht gleich, sondern bald. Bald gleich. Oh, keine Panik. Oh, ein Stein. Steine. Irgendwie sowas. Ich hab ganz viele Steine. Was brauchst du mal für eine Dings für Blind? Hier diese. Ja, genau. Einfach das Feld lang gelaufen. Dankeschön. Oh, guck mal, hier sieht's anders aus. Essen, es gibt Essen hier. Ah, hier ist anders. Bonnebon. Captain Yamato. Was denn? Komm mal zu mir, du müsstest mein Zeichen sehen oben, ne? Ja, warte. Ah, guck mal. Kuppel. Die hatten wir aber schon mal gesehen hier, diese Bäume. Und dass der Boden anders ist. Warten. Sieht voll wie gemalt aus alles. Soll ich denn hier? Gucken. Wie lange Dämmerung? Wohin? Das ist ja krass. Was soll ich denn hier? Gucken. Wohin? Sehr gut. Irgendwo Steine. Was brauchst du für Steine? Flint. Frag mal Yamato, den habe ich gerade welche gegeben. Da habe ich gerade meine ganzen Flint gegeben. Nimm mich aufheben, bitte. Ja. Hier, nimm. Danke. Das sind echt wenig Steine hier. Oh, ich hab voll Hunger, ey. Ich hab immer. Das. Oh nein! Merkt euch, wo die Büffel waren. Wir müssen dann wieder zurück. Ich hab Hunger. Wo seid ihr langgegangen? Ich bin immer noch bei den Büffeln. Im Norden so. Also so erst nach rechts und dann. Ich hab Sumpf gefunden. Sumpf. Nicht gut. Ja, nee, ich schnapp mir mal hier den Schiff. Und ich hab so einen Schweineschrein gefunden. Ich habe ein Lebens... Achso, das ist leider nicht. Der ist tot. Der ist kaputt, oder? Such a touching stone. Oh, hier ganz viele Büsche, guck mal. Warum können wir den denn jetzt nicht benutzen? Ich weiß es nicht. Touchstone. Ihr merkt schon, wir sind sehr gut vorbereitet. Ich habe einen Maulwurf gefunden. Oh. Was macht der? Hat der jetzt voll viel Essen? Hin und her laufen. Okay. Und einen... Ein Waschbär. Ich habe einen Baumstumpf gefunden. Einen hohlen Stumpf. Lass mich dran mit meiner Super-Axt. Ja, guck mal, vielleicht kannst du da was machen. Vielleicht ist das was für dich. Wenn ich als Spinne dieses Spinnennetz Alter. Ja. Dann steht da looks cozy in here. Hey, irgendwie. Ein Waschbär. Das ist der Waschbärhügel, glaube ich. Echt? Das ist ein Waschbärversteck, ja. Weiß nicht, können wir den angreifen? Ja gut, nee, sollten wir vielleicht nicht machen, oder? Erstmal. Weiß nicht, was der dann macht, ob der dann ausrastet. Der flippt völlig aus. Also ja. Brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Gold. Der Waschbär hat was getötet. Habt ihr das gesehen? Du Waschbär! Schweinehäuser!
Schweinehäuser, guck an. Vielleicht ist hier der König irgendwo. Ja, König, bei mir ist der König. Der König der Schweine. Wo bist du? Ah, ich habe Gold gefunden. Ich bin nach links gelaufen. Krieg ich Sanity, wenn ich das esse? Ich krieg nicht mal ein... Oh, das ist ja mein. Ich dachte, ich wäre so eine Art Biber-Mensch. Warum krieg ich denn keine gefunden. Nahrung? Alter, warum quatscht meiner so viel? Wie viel Gold brauchen wir nochmal? Weiß das jemand zufällig? Erstmal eins. Oh, was ist das? Was ist das? Lauf! Lauf! Lauf weg, das sind Mücken. Ich hab ein Gold. Und danach irgendwie 6, glaube ich, nochmal. Na, klasse. Wo wollen wir uns jetzt eigentlich aufbauen, dauerhaft? Na, dauerhaft bei den Büffeln. Okay. Nice day for walk. Sollen wir dann da mal hinlaufen nochmal? Wir haben noch gar keine Steine für ein festes Lagerfeuer. Hier sind Steine. Oh Gott. Hier ist so ein Stein gewesen bei den Büffeln. Oh Gott, wir dürfen nicht vergessen, dann... Habt ihr Feuer für die Nacht? Ja, ich hoffe. Ja, ich hab den König gefunden. Den Schweinekönig. Schweinekönig. Wer ist das denn? Ach, ein Maulwurf. Ich glaube, ich übernachte bei den, bei den Schweinen, beim Schweinekönig. Oh Gott, ist einer hier in der Nähe? Shit. Ist so dunkel. Ich hab genug Steine für ein festes Feuer übrigens, ne? Ja, man kann uns ja dann niederlassen. Oh, ich muss mein Essen kochen. Was ist das? Schnell! Kochen! Schnell! Was greift mich an? Oh, eine Flöte. Eine Flöte? Ja. Eine Flöte gefunden. Kannst du die verkaufen beim Schweinekönig? Oder kannst du da pfeifen damit? Ich hab hier gerade Fleisch von einem... Wie heißen die Viecher? Dachs? Was? Klaut. Waschbär, du meinst einen Waschbär? Genau, der hat das dahin gelegt. Ich hab's ihm einfach weggenommen. Oh, du Dieb. Hast du sein Essen geklaut. Wo ist denn der Schweinekönig? Der ist da, wo ich das Feuer gemacht habe. Wo hast du das Feuer gemacht? Da, wo der Schweinekönig ist. Da, ich komme. Na, gucken wir mal, da was. Kannst du ja mal dein... LOL. Was ist denn passiert? Kannst du da wirklich was machen damit? Ja, die verbraucht sich auch. Die verbraucht sich? Na dann verbrauch sie mal lieber nicht, bevor wir nicht wissen, was man damit machen kann. Vielleicht kann man die für irgendwas Tolles gebrauchen. Ach, der spricht mit seiner Axt. Jetzt weiß ich, mit was der quatscht. Ja, der quatscht die ganze Zeit, wenn er die in der Hand hat. Mein Schatz. Oh, ich brauch was zu essen, Alter. Krass. Es ist Tag. Okay, wir machen uns mal wieder auf den Weg zu den Wiefel los. Dann bauen wir da mal unser Lager auf, so langsam aber sicher. Oh, Holz. Holz. Der Birkenwald sieht schön aus. Hier, Schweinekönig. Meint ihr, man kann den töten, wenn er schreit? Ich hab noch einen Goldnagel gekriegt. Ich weiß es nicht, weil da gab es auch so einen Waschbär in den Einstellungen, der ein bisschen gefährlicher aussah. Vielleicht ist das, wenn du dann zu viele Waschbären tötest, dass er dann kommt und dich holt. Der Waschbärkönig? Also soll ich den Waschbärkönig jetzt da in Ruhe lassen? Lass den mal erstmal in Ruhe, bevor wir nicht genau wissen, was die Waschbären machen. Weil ich hab noch ein Goldnugget. Wir wissen ja nicht, ob diese Waschbären organisiert sind. Pass auf, da sind die bösen Pflanzen, die bösen Blumen, die machen uns verrückt. Sind aber auch der böse Baum. Sie ziehen die Kopfkraft ab. Kopfkraft. Die Kopfkraft, ja, die Kopfkraft. Ha, hier, guck mal, eine Spitzhacke. Ein Toter. Noch mehr Tote. Nein, überall die Toten. Es ist nicht traurig, dass wir uns in diesem Spiel über Tote freuen. Yeah. Ja, eigentlich schon. Aber in dem Spiel freut man sich halt immer, wenn man nicht selber tot ist. Ja, das stimmt. Oh nein, guck mal, hier ist McTusk. Hier hat der McTusk sein Lager. Walrus Camp. Das chop, dieses, chop, chop, hey. Dieses fette Walross, das dann mit seiner Flinte auf Jagd geht. Pass auf, da unten. Kristalle! Der schießt! Lauf. Renn weg, renn zu mir! Was ist das? Oh Gott! Ich glaube, ich hab Diamanten gefunden oder sowas. Lauf. Nee, ich hab Eis gefunden. Das ist Eis. Wo seid ihr? Ich bin da, wo Steine sind und Eis. Im Norden. Das ist gut. Ja, irgendwo im Norden. Hier ist Gold! Ich hab Gold gefunden. Yay! Yeah, läuft. Gold und Eis. Alter. Ich bin irgendwie niedet, ey.